Ich jetzt wieder wüsste, wo das Schloss war. Ah, hier. So. Gib mir mal kurz. So. Alles. Ah, die Gesichtsrichtung ist natürlich auch interessant, klar. Also die beiden gucken normal und der guckt in die falsche Richtung. So wird ein Schuh draus. So, jetzt kann ich die Tür aufmachen in das nächste Zimmer, das ich noch nicht kenne. Wo das nächste Wimmelbild. Oh Gott, Leute, ein paar weniger hätten es auch in einem Wimmelbildspiel getan. Ein Marmeladenglas. Ich hätte mir echt nicht vornehmen sollen, das in einem Stück durchzuspielen, oder? Ach so, die Socke, die innen drin hängt. Und die Nadel, die innen drin hängt. Okay, jetzt werden wir ganz kreativ und nehmen diese Spielkarte mit. Suchen mit unserem Blick alles ab. Bis wir was finden, was gut aussieht und mitnehmenswürdig. Da liegt Käse unterm Bett. Und unterm Bett wachsen Pilze. Wie widerlich sind die? Da ist der Grashüpfer. Ich klicke inzwischen ziemlich unkoordiniert, stelle ich langsam fest. Das ist der Schmetterling. Marmeladenglas. Wo soll denn hier ein Marmelade... Ach, dahin. Oh, Entschuldigung, ich bin schon wieder gegen das Mikro geschossen. In der Freude, das Marmeladenglas gefunden zu haben. Büroklammer. Muschel. Büroklammer. Weizen. Ich sag, tu mir, wo die Muschel ist. Ach, das ist die Muschel. Ich hab die Muschel. Ein Schmetterling. Genau. Wo sind die? Ich weiß, bei der Hälfte. Bei den meisten Items, die mir in die Hand gedrückt werden, frage ich mich, wo soll ich denn mit hin? Ich meine, ich habe jetzt drei Insekten. Ich kann garantiert irgendwo Insekten einsetzen. Ein Schlüssel wird benötigt. Schalter. Wofür? Ich weiß gar nichts mehr. Och, Leute. Wenn ich wenigstens schon mal was gesehen hätte, wo die ganzen Sachen hin müssen. Ach ja, richtig, die hatte ich ganz vergessen. Ich hab die Leiter! Ich hab die Leiter! Falsche Richtung. So, jetzt wollen wir mal langsam der ollen Oma. Der ollen Oma Laura folgen. Lava, Entschuldigung, Lava. Music. You have to stop it. Music. You have to stop it. Stop the music. Ich muss diese Räder irgendwie verbinden. Nehmen wir doch die Medaillons. Oder gucken wir im Wimmelbild nach, ob wir welche finden. Also jetzt kommt ja wirklich ein Wimmelbild nach dem anderen gerade. Okay, Schlüsselfernglasschädel. Schlüsselfernglasschädel.
Ich habe mir einfach irgendwas angeklickt. Spiegel, Schere, Waage. Schere, klar. Spiegel, Schere, Waage. So, das ist der Kessel. Irgendwo hier drin versteckt sich ein Kamel. Ich weiß nicht, was ich aufgehoben habe, aber ich nehme es trotzdem mit. Pinguin. Warum kann ich den Pinguin nicht haben? Ich will den Pinguin haben. Ich liebe Pinguine. Da ist das Kamel. Schädel. Schädel. Nein, 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 nein. Noch brauche ich keine Tipps. Okay, Yoshi. Motivier dich mal wieder ein bisschen. Ja, ich habe mich tatsächlich gerade selbst geschlagen. So. Irgendwann muss das hier doch mal... Wenn wir das schon zu Ende bringen, dann bringen wir es auch mit Freude zu Ende, auch wenn es wahrscheinlich ungefähr 4 Stunden dauern wird. Oh, da guck mal, ein Besen. Ich wusste gar nicht, dass wir einen brauchen. So genau habe ich gelesen. Hobel. Das ist eine Mausefalle, kein Hobel. Was steht in meinen Büchern? Danke. Ich habe Emily in ihrem Haus gefunden. Sie hat eine Geige in der Hand. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Emily und die Schülerin von Lava Krüger sind eine und dieselbe Person. Ach! Blitzmerker! Ich muss Emily retten und mich um Lava Krüger kümmern. Wie konnte sie Emily nur da hineinziehen? Hauptkommissar Schnösel hat tatsächlich mal was gerallt. Hat aber der Hobel. Zufallstreffer. Taube, 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 Taube! Waage, Spiegel, Schlüssel. Schlüssel? Habe ich nicht gerade irgendwo einen Schlüssel gesehen? Da. Schlüssel. Fernglas. Schädel, Spiegel und Waage. Schädel, Spiegel und Waage. Schädel, Spiegel und Waage. Schädel, Spiegel und Waage. Verdammt, ich sehe nichts. Doch, da ist ein Schädel. Zwei Tierschädel, aber immer ein Schädel. Spiegel und Waage. Das ist ein Spiegel. Ich glaube, da habe ich aber schon drauf geklickt. So, jetzt nehme ich den Tipp um die Waage. Ach, die hätte ich sehen müssen. Schade. Geschlüssel, da hatte ich oben noch ein Schlüsselloch. So. Jetzt kommt langsam wieder Schwung rein. Gerade die Phase war ja... Klar, klar ist wieder das Wirbelbild und haben... Christbaumkugel. Wo würde ich denn eine Christbaumkugel hinpacken? Da, natürlich, wohin sonst? Der Marienkäfer krabbelt hier natürlich rum. Das Wachssiegel. 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 Egal. Glühbirne, Krabbe. Glühbirne und Krabbe. Krabbe habe ich gesehen. Glühbirne auch. Eine Pfeife. Pfeife weiß ich jetzt gerade leider nicht. Nö. Ne? Danke. Löffel, ein Turm. Turm wie ein Schach oder Säbel, Band und Ei. Warum liegen überall in dieser Stadt Eier rum? Also, ein Wachssiegel. Ach, da, ein Wachssiegel. Eine Pfeife. Los, Yoshi, bevor die Konzentration endgültig nachlässt. Turm. Band und Ei. Das ist bestimmt das Band. Dann wird das das Ei sein. Jetzt fehlen mir noch eine Pfeife und ein Löffel. Da ist die Pfeife. Da ist der Löffel. Ha! Nimm das, Tipp. Oh, verdammt, der Turm. Da ist der Turm. Nimm das, Tipp. Ach doch, 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 da war das in dem Raum. Ich wollte sagen, das war wahrscheinlich dann doch nicht dieser Raum. Aber. Der Tag des Konzerts kam
und ich betrat die Bühne. Die Musik floss aus meiner Geige heraus. Dann sah ich, wie die Menschen im Publikum plötzlich alterten, als sie meine Musik lauschten. Ich wollte Vater sagen, dass er die Röhren ausschalten musste, aber Frau Lava Krüger hielt mich auf. Ja, wozu habe ich das jetzt aufgeschlossen? Muss da noch irgendwas anderes drin sein? Hä? Nee, hier muss was drin sein. Warte! Wozu bin ich denn jetzt hier hochgelaufen? Um die Glühbirne zu finden? Emily ist wieder entwischt. Es ist so dunkel hier. Ich kann nicht sehen. Ich brauche mehr Licht. Ja, da war ich doch schon. Der Generatorschalter. Hier, Generatorschalter. Ich muss diese Räder irgendwie verbinden, aber womit? Okay, irgendwo in diesem... Jetzt ist wahrscheinlich hier der Riemen drin, ich brauche nämlich der hier, ne? Oh, wie nervig, dass ich den beim ersten Mal nicht mitnehmen kann. Ein Adler. Da, meißeln wir den Adler. Eine Schraubzwinge. Da, das ist die Schraubzwinge. Das Hufeisen habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ich habe so viele Hufeisen in diesem Spiel gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich meins gesehen habe und wo nicht. Bügeleisen liegt natürlich hier unten auch wieder rum. Zahnrad habe ich doch gerade angeklickt. Jetzt darf ich meinen Pinguin aber mitnehmen. Ein Fächer, da ist hier ein Biene, Tasse. Ein Blatt. Da. Und meine kleine Eule, die habe ich auch schon die ganze Zeit gesehen. So, ein Bügeleisen, ein Hufeisen, eine Biene und eine Tasse. Was? Das ist doch kein Hufeisen! Zeig mir mal ein Viech mit solchen Hufen. Aber die Tasse nehmen wir trotzdem mit. Bügeleisen und eine Biene. Da ist das Bügeleisen. Jetzt muss ich nur noch die Biene finden. Wo ist die Biene? Da ist die Biene. So, diesmal habe ich den Treibriemen gefunden, den ich beim ersten Mal natürlich nicht mitnehmen konnte. Ja, genau, die kleine Glühbirne macht das alles hell. Aber mir fehlt eins. Wo immer ich jetzt hingehe, werde ich daran erinnert, was meine Musik ausgelöst hat. Lava möchte mich für immer zu Hause beim Geigenspiel einsperren. Unter dem Einfluss ihrer Musik. All die Menschen, die meiner Musik lauschten, sind nun fort. Ich vermisse Vater und Mutter so sehr. Ja, danke. Wo ist das letzte Medaillon? Verdammt! Wo ist das letzte Medaillon? Kriege ich mit der linken und rechten Maus auf die Gelenke, damit die Figur... Ach, das war bestimmt jetzt hier. Irgendwo drauf. Hier, der muss so gerade stehen und Geige spielen.
So, jetzt muss der sich noch... der kann natürlich nur... Bitte? Hey, warum... Was zur Hölle? Ah, ich kann auch mit der rechten Maustaste klicken. Entschuldigung, ich muss natürlich... Ja, ich klicke doch auf das Gelenk. Okay, der muss gerade so stehen. Der steht schon richtig. Nix auf Gelenke. Okay, was habe ich mit dem Trompetespieler zu tun? Oh nee, mir fehlt eine Notiz! Echt eine Notiz? Warum lässt ihr mich in das Spiel, wenn mir eine Notiz fehlt? Da kann ich jetzt natürlich lange raten. Anscheinend ist mir was ganz Abstruses. Genau, der streckt seinen Arm so nach hinten. Ja, muss ich jetzt natürlich hier raus und... Ach. Und diese letzte blöde Notiz suchen. Mein Vater arbeitete von früh bis spät in seiner Werkstatt an seinen Klangröhren. Damit sollte mein Spiel in der Stadt übertragen werden. Frau Krüger sagte, dass ich bald bereit für mein Debüt sei. Doch ich bekam Angst, denn die Musik, die ich spielen sollte, war kalt und dunkel. Eine weitere Nachricht von Emily. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie der Blödmann stehen soll. Hier, pass auf. Ja, nicht sehr schön gezeichnet, aber... Warte, war doch richtig. Ich gehe jetzt nochmal raus. Guck mir das nochmal an. So, die Beine leicht nach vorne.
So. Ja, genau, so spielt man dieses Instrument. Tatsächlich leicht gespreizte Beine und dann das. So, jetzt ist die Frage, was ist falsch? Ich sehe jetzt nicht was. Nein, nicht von vorn. Das Bein müsste doch jetzt stimmen. Ja, besser kriegt man das nicht mit der Skizze überein. Und der greift relativ weit unten. Er hat einen recht geraden Arm. So, was kriege ich? Je mehr ich spiele, desto älter werde ich. Die Kraft der Musik wird erst meine Jugend und dann mein Leben stehlen. Was die Stadt befallen hat, ist meine Schuld. Ich möchte innehalten, aber ich kann nicht. Etwas an der Musik gebietet mir weiterzuspielen. Ich kann ihr nicht widerstehen. So, und jetzt haben wir das letzte Medaillon bekommen. Und wir haben immer noch die Brechstange. Die hat sie nie weggeschmissen. Alles andere wird weggeschmissen, aber die Brechstange. Sie sei schon wieder. Entschuldigung. Ich meine natürlich hier Oberwachtmeister, ihr wisst schon, Schnösel. Was schiebe mit Hilfe der Pfeile an den Seiten die Zeilen und Spalten, um das Bild zu vervollständigen. Es passt. Es passt. Ach, in der Mitte kann ich nicht verschieben. Ja, super. Da muss ich erst... irgendwas finden, was unten passt. Ich verstehe das Rätsel gerade nicht so ganz. Muss die irgendwie in die richtige Reihenfolge bringen. Ich wollte nicht raus. Das geht bei diesem Spiel manchmal einfach viel zu leicht.
So. Da drüber muss jetzt allerdings... der hier sein. Muss ich aber irgendwie schauen, dass der daneben ist. So. Daneben muss der sein. Daneben muss der sein. Daneben muss der sein. Und jetzt. Kann ich den runterschieben? Und das wird nicht funktionieren. Okay. Warum funktioniert das nicht? Weil... die jetzt genau vertauscht sind. Aber wenn ich so mache, müsste es ja passen. Aha. Die Tür ist geöffnet und wir marschieren in den Gang. Ich habe schon einen Soundeffekt gehört. Würdest du jetzt bitte auch laden? Bitte? The mirror. You must break the mirror. Nichts leichter als obwohl. Hier, spiel lieber das hier. Ah! Diese Noten, sie sind heiß. Ich muss sie irgendwie loswerden. Ach herrje, der Tod hält Emily im Griff. Der Tod selbst spielt die Musik. Ich muss diesen Spiegel zertrümmern. Und jetzt setze ich die Symphonie des Lebens ein. Ach, klingt die doch gleich viel schöner, die Symphonie des Lebens. Es ist Emily. Sie ist schon sehr gealtert. Die Symphonie des Todes will sie so spielen. Ich muss dem ein Ende setzen. Jetzt habe ich eine Geige. Wenn es mir gelingt, Emily die Geige abzunehmen, kann ich das Instrument hier verbrennen. Warum soll ich die Geige verbrennen? Na, meinetwegen tun wir das. You have ruined everything. Ja, gern geschehen. I have been searching for a girl like Emily for so long. Ja, ja, Lava. But it matters not, because I will have my revenge as soon as I can get my hands on the music of life. Oh nein! Thank you. Emily, thank goodness you're alive. You're not hurt, are you? Detective, you saved my daughter and you saved your town. Thank you. Thank you for everything. Nein, es ist noch nicht vorbei. Sie hat die Melodie des Lebens. You seem like such a nice boy. Tell me, child, would you like me to teach you how to play the violin? Oh nein! Sie wird uns alle mit der Melodie des Lebens jung machen. Aber wie dem auch sei, meine Freunde, das war's. Wir haben es geschafft. Das war Maestro. Die Symphonie des Todes. Und wir haben auch nur 4 Stunden und 4 Minuten und 23 Sekunden gebraucht, um dieses Spiel von Anfang bis Ende durchzuspielen. Ja, was soll ich jetzt zu diesem Spiel sagen? Es war ein Wimmelbildspiel, ja, aber dass man die Wimmelbilder recycelt hat, sodass man jedes zweimal gespielt hat, das war schon ein bisschen übel, muss ich mal so sagen. Und das Ende.
Oh nein, sie hat die Melodie des Lebens. Jetzt wird sie das arme Kind die Melodie des Lebens spielen lassen. Die Melodie des, die Symphonie des Todes hat alle umgebracht. Und jetzt werden alle leben? Naja, wenigstens haben wir die Stadt gerettet. Paris ist jetzt wieder in Sicherheit oder was auch immer das war. Am Anfang hieß es mal Paris, anschließend war es nicht mehr Paris. Und Detective Schnösel hat sich ja schon ganz gut geschlagen, das muss ich mal sagen. Bis auf, dass er so einiges nicht machen wollte. Wie Spinnenweben anfassen oder durch Gestrüpp gehen. Ganz ehrlich, wenn der sich nicht so dämlich angestellt hätte, wäre das alles gleich viel besser gelaufen für die Stadt. Aber wir haben es geschafft. Wir sind durch das Spiel durch. Mit immer mehr abnehmender Motivation. Aber das passiert auch, wenn man es in einem Stück durchspielt. Ha. Also vom Artstyle her war es super. Muss ich sagen. Also schön gezeichnet. Könnte ich nicht. Fängt es jetzt von vorne an? Läuft das jetzt für immer durch? Ja, dann überspringen wir mal das. Und in dem Sinne sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt und bis dahin viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut und wir sehen uns. Ciao!